Und ja, du wirst auch mehr verdienen, viel mehr. Aber vor allen Dingen wirst du mehr sein, du wirst stärker sein. Ich werde immer wieder gefragt, wie kann ich mehr aus einem Buch herausholen? Heute erfährst du, wie du das Zehnfache aus einem Buch herausholen kannst. Und wir sprechen darüber, wie du deine Einstellung zu Büchern noch verbessern kannst. Ich will dir kurz erzählen, wie ich zum Lesen gekommen bin. Als ich 26 Jahre alt war, da war ich pleite. Und ich habe mir aus Sachbüchern echt nicht viel gemacht. Mein Coach hat mir dann zwei Bücher gegeben und hat mich gefragt, wie lange brauchst du, um das durchzuarbeiten? Da habe ich gesagt, naja, 2 Wochen. Er hat mir dann nur 3 Tage gegeben und er wollte dann auch im Anschluss sehr ausführlich mit mir darüber sprechen. Also habe ich die ganzen Tage durchgelesen und auch die halben Nächte. Und ich bin dann so gerade fertig geworden, bin zu ihm gefahren und er hat mich gefragt, Bodo, hast du die beiden Bücher gut durchgearbeitet? Ich habe gesagt, ja. Und er fragte weiter, so gut, dass wir jetzt auch wirklich in der Tiefe darüber sprechen können. Ich habe wieder stolz gesagt, ja. Worauf er sagte, gut, dann brauchen wir ja nicht darüber zu sprechen. Boah, da war ich schon ein bisschen platt. Aber so hat er mich zum Lesen gebracht. Und Lesen ist ja unglaublich wichtig. Das Lesen von guten Büchern meine ich natürlich damit. Es gibt eine Studie in den USA und die besagt, dass es Menschen gibt, die ein Durchschnittseinkommen haben, so Kreis mit Durchschnittseinkommen, und dann eine Gruppe von Menschen, die mindestens das Zehnfache verdienen, also Durchschnitt Zehnfache. Und man hat beide Gruppen gefragt, sag mal, wie viele Bücher liest du eigentlich pro Jahr, wie viel liest du pro Jahr? Die Gruppe, die mindestens das Zehnfache verdient, liest in etwa 25 Bücher oder mehr pro Jahr. Also mindestens 25. Das sind so im Schnitt 2 pro Monat. Alle 2 Wochen 1 Buch. Was glauben Sie, wie viel lesen die Menschen, die durchschnittlich verdienen in den USA? Die Studie hat es ganz klar gezeigt. Die lesen weniger als 1 Buch pro Jahr. Weniger als 1 Buch. In Deutschland sind die Verhältnisse sehr ähnlich. Mein Coach hat immer gesagt, du bist, was du liest. Und ich möchte dir in diesem Video heute Mut machen, mehr zu lesen. Denn es stimmt einfach, du bist, was du liest. Dafür habe ich 7 Tipps. 7 Tipps, die dir helfen, mehr aus jedem Buch herauszuholen, das du liest. Und zwar 10-mal mehr und vielleicht sogar noch mehr. Tipp 1. Lies nur, was dir Spaß macht. Und darum solltest du mindestens immer 10 neue Bücher zu Hause haben, die du noch nicht gelesen hast. 10 Bücher, die du dir bestellt hast, die dir jemand empfohlen hat. In meinem 7-Jahres-Kurs empfehle ich die 100 besten Bücher, die ich gelesen habe. Immer so nach und nach in diesem Kurs. Und wenn du dir die bestellst, diese 100 Bücher, am Anfang 10, dann hast du ja immer mindestens 10 Bücher da und dann greifst du das Buch heraus, das dich gerade irgendwie anspricht, anspringt, auf das du richtig Bock hast. Zu dieser Regel gehört auch, dass wir verstehen, wenn es dir mal so richtig schwer fällt, das Buch zu lesen, weil es so zäh wird, dann hör auf. Denn der Autor, der guckt dir ja nicht zu. Das heißt, du musst kein Buch zu Ende lesen, du kriegst keine Fleißpünktchen. Behalte dir den Spaß beim Lesen und das geht nur, wenn du etwas liest, was dir wirklich Freude macht, weil es dich gerade beschäftigt. Wenn du was über Daten wissen willst, dann lies ein Buch über Daten, weil du es gerade brauchst. Wenn du was über eine Gehaltserhöhung wissen willst, lies was über eine Gehaltserhöhung, weil du es gerade brauchst. Wenn du irgendetwas aktuell bewältigen willst, schaffen willst, lernen willst, lies darüber ein Buch. Und bevor du das Buch dann endgültig weglegst, was dir jetzt gerade keinen Spaß macht, was zäh geworden ist, dann schlage ich vor, du springst zum nächsten Kapitel, vielleicht noch zum übernächsten. Und wenn dich da die nächsten Sätze nicht ansprechen, dann lass es. Tipp Nummer 2. Schaff dir eine feste Lesezeit. Mindestens 5-mal pro Woche. Wir brauchen diese Routinen. Bei uns in der Bodo Schäfer Akademie hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit, während der Arbeitszeit 1 Stunde zu lesen. Immer zwischen 1 und 2 am Nachmittag. 1 Stunde freie Zeit, um zu lernen. Wir leben wirklich das, was wir sagen, konstant lernen und wachsen. Und dazu gehört eben das Lesen. Also richte dir unbedingt eine feste Stunde zum Lesen ein. Wenn du nicht bei uns arbeitest, dann musst du es eben abends machen.
Tipp Nummer 3. Wenn du dir ein Buch ausgesucht hast, das du lesen möchtest, dann fang nicht sofort an. Klingt jetzt kontraintuitiv. Hey, am besten fange ich doch gleich an. Nein. Sondern lies zuerst den Covertext hinten auf dem Buch. Und dann, wenn der dich anspricht, dann lies die Gliederung und auch die Einleitung. Und dann blätter das ganze Buch durch. Und dann google auch noch den Autor. Und wenn du von dem Autor irgendwie so ein Video sehen kannst, irgendwas auf YouTube, dann weißt du, ob der Typ die Frau dich anspricht. Und entscheide, ob das wirklich jemand ist, von dem du echt lernen willst. Es ist dann so, wenn du so ein Video gesehen hast und dich auf YouTube und Google mit dem beschäftigt hast, dann weißt du einfach, dass der zu dir spricht. Das Buch wird aus irgendeinem Grund sehr viel persönlicher. Es ist dann tatsächlich so, als wenn er es für dich selbst geschrieben hätte. Zu dem dritten Tipp gehört noch etwas. Bevor du anfängst zu lesen, nimmst du dir das Buch in die Hand, ich habe es eben schon kurz gesagt, und blätterst jede Seite eben durch. Du blätterst das ganze Buch durch. Du kannst das wirklich zügig machen. Und dann schaust du auf die Überschriften. Wenn du bei einer Unterüberschrift hängen bleibst, kannst du die kurz lesen. Aber im Grunde genommen blätterst du es nur kurz durch. Das dauert je nachdem, wie dick das Buch ist. Bei dem hier, das hat so knapp 300 Seiten. Da brauchst du dann so 10, 11 Minuten, zwischen 8 und 12 Minuten. Und du wirst sehen, wenn du das machst, dass du das so durch, also nicht so, ne, das nicht, sondern wirklich so jede Seite kurz. Unser Gehirn fotografiert das ab, wir haben nur keinen Zugang dazu. Aber wir haben es fotografiert. Und wenn du das machst, liest du das Buch dreimal schneller und behältst dreimal mehr, als wenn du das nicht machst. Also das ist immer eine Zeit, die super investiert ist. Der vierte Tipp. Markiere unbedingt. Nimm dir einen Kuli, nimm dir einen Leuchtmarker. Schreibe, markiere, nutz auf jeden Fall zwei Farben. Also eine Farbe gelb zum Beispiel für alle Dinge, die du behalten möchtest. Und orange für alles, was du tun möchtest. Nutze auch zwei Farben von Post-its, die du hier so reinklebst, die du überall in das Buch reinklebst. An die Seite vielleicht die To-Dos und oben eine andere Farbe, was du behalten möchtest. Dann wirst du sofort die Dinge finden, die du tun möchtest. Und gegebenenfalls dann auch die, die du behalten möchtest. Tipp Nummer 5. Lese ungefähr eine Stunde und nicht mehr. Und am Anfang vielleicht nur 20 Minuten, bis du keine Lust mehr hast. Kannst du langsam erweitern die Intervalle, bis du bei einer Stunde bist. Und wenn du dann fertig bist, dann lass es. Lies nicht weiter, auch wenn du am liebsten möchtest. Denn jetzt braucht dein Unterbewusstsein Zeit. Es möchte das verarbeiten. Es möchte verarbeiten, was du gelesen hast. Und bevor du am nächsten Tag wieder eine Stunde liest, schaust du dir eben an, was du gestern gelesen und unterstrichen hast. Nur die unterstrichenen Dinge. Oder gegebenenfalls, wenn du dir da noch Notizen reingemacht hast, liest du die nochmal durch. Dann bist du wieder sofort drin. Überfliege es noch einmal und entscheide dich dann, die allerwichtigsten Sätze aus dem Kapitel am Ende des Kapitels zusammenzufassen. Da schreibst du dir vielleicht so 5, 6 Sätze auf, von denen du sagst, boah, wenn ich nichts behalte aus dem Kapitel, aber die Sätze, die sind super, die will ich behalten. Und jetzt muss ich dir eine ganz wichtige Wahrheit sagen. Die sage ich bewusst erst jetzt. Lesen bringt gar nichts. Lesen bringt gar nichts. Das wirst du sagen, spinnt der komplett? Er sagt doch die ganze Zeit, Lesen ist so wichtig. Und jetzt sagt er, Lesen bringt gar nichts. Die Wahrheit ist tatsächlich, Lesen bringt gar nichts, Komma. Der Satz muss natürlich weitergehen und dann heißt er, Lesen bringt gar nichts, wenn es nur beim Lesen bleibt. Darum ist es wichtig, dass du ins Handeln kommst. Wenn wir etwas tun, dann erinnern wir automatisch 10-mal länger und 10-mal tiefer. Hast du dich schon mal gefragt, warum du manchmal nicht so richtig behalten kannst, was du liest, wenn es dir so geht? Die Antwort, weil du nicht ins Tun kommst. Das, was wir lesen, bleibt maximal 72 Stunden in unserem Gehirn gespeichert und dann ist es weg. Das heißt, es ist ja nicht wirklich weg. Wir können es nur nicht mehr abrufen. Und das Ergebnis, das ist dasselbe. Für uns ist es weg.
Wir müssen es darum in unserem zentralen Nervensystem ablegen. Das ist wie so eine Datenbank, wo wir es speichern. Und das gelingt uns nur, indem wir handeln. Und schreiben in dem Buch, bisschen schreiben, zusammenfassen, schreiben, ist eine Handlung. Darum ist es so wichtig, zusammenzufassen. Die wichtige Regel heißt also, lies lieber weniger, aber dafür arbeite mehr mit dem Buch. Komm ins Handeln. Und damit sind wir bei Tipp 6. Wenn du die wichtigsten Dinge in einem Kapitel zusammengefasst hast, wenn du es wirklich machst, dann fasse am Ende, wenn du das Buch durch hast, das Allerwichtigste vorne nochmal zusammen. Ich mache das immer so vorne im Buch, hier so in dem Cover, der ist meist schön weiß innen. Und da schreibe ich auf, was ich am allerwichtigsten finde von dem ganzen Buch. Und auch hier mache ich immer zwei Rubriken. Einmal, was ich tun möchte und was ich behalten möchte. Das kann auch etwas sein, was mir beim Lesen einfach in den Sinn gekommen ist. Weil wenn wir lesen, dann gehen ja unterschiedliche Türchen auf. Und dann haben wir plötzlich ganz andere Ideen. Und das notiere ich mir auf einer anderen Seite vorne auch, was mir besonders wichtig war, was mir so eingefallen ist. Und dann habe ich am Ende vielleicht da vorne 5, maximal 15 Sätze stehen. Aber das bringt's. Das macht das Buch wirklich wertvoll. Dann wird's ein Schatz. Tipp Nummer 7. Und das ist der wichtigste. Frage dich immer, was tue ich jetzt von dem, was ich gelesen habe? Was habe ich davon? Was nützt es mir? Was kann ich tun? Was kann ich tun? Wir müssen etwas Wichtiges verstehen. Das Buch, das wir lesen, das hat der Autor geschrieben. In dem Fall ich, die Gesetze der Gewinner, habe ich geschrieben. Das ist mein Buch. Und es wird so lange mein Buch bleiben, wie du nichts tust. Und so lange bringt es dir gar nichts. Da bleibt es meins. Wir müssen ein Buch zu unserem Buch machen, du zu deinem Buch. Und das tun wir, indem wir unterstreichen und zusammenfassen. Und wenn wir eine To-Do-Liste vorne erstellen und eine Liste mit den wichtigsten Dingen, die wir behalten wollen, dann weiß unser ganzes Sein, das ist jetzt mein Buch, Teil meines Seins, meines Tuns. Wenn wir das tun, dann wird das Buch zu unserem Buch. Und das ist der ganze Trick. Mach aus dem Buch des Autors dein Buch. Arbeite damit und mach es zum Teil deines Lebens. Fassen wir ganz kurz das Wichtigste zusammen. Wir sind nicht in der Schule. Lesen sollte uns Spaß machen. Wenn es zu schwierig wird, dann lesen wir einfach schneller. Dann überfliegen wir nur. Und wenn es da nicht spannender wird, lassen wir es sein, hören wir auf. Wir lesen etwas über den Autor, bevor wir anfangen mit dem Buch, damit er dann persönlich zu uns spricht. Und wir arbeiten mit dem Buch, mindestens in zwei Farben, was wir behalten wollen und was wir tun wollen. Dann fassen wir zusammen, was wir gelesen haben. Und wenn wir mit dem Buch fertig sind, schreiben wir das Wichtigste vorne in das Buch rein. Und damit machen wir das Buch zu unserem Buch und damit zu einem Teil unseres Lebens. Und dann stimmt es, du bist was du liest. Lies gute Sachen. Und dann wirst du in wenigen Jahren eine sehr viel stärkere und wertvollere Persönlichkeit sein. Und ja, du wirst auch mehr verdienen, viel mehr. Aber vor allen Dingen wirst du mehr sein, du wirst stärker sein. Ich kenne niemanden, der nicht das Zehnfache verdient, das Zehnfache, nachdem er 10 Jahre lang jeden Monat 2 Bücher gelesen hat.